Yeah! Oh mein. Jetzt will ich doch nicht mehr dadurch. Theorie. Das sind gefangen genommene Leute und die in weiß sind noch nicht tot und der eine Mate in blau ist tot, weil... Keine Ahnung. Ist das vielleicht das Männerbadezimmer oder Männer-Toilette? Männer. What? Warst du eben schon da? Ich glaube ja. Ich glaube, du warst eben schon da. Gut, dann gibt's hier keinen Effekt. Schade, aber passiert wohl. So viel dazu. Okay. Ab dem blauen Haus. Was gibt's ab dem blauen Haus? Das blaue Haus. Der Bär im blauen Haus. Oder wie auch immer das mal hieß. Im blauen Haus scheint es nur blau zu sein, aber da scheint es nichts zu geben. Und nee, hier gibt es so viele Schilder mit denen. Da oben gibt es noch eine Tür. Wir haben doch noch irgendwas übersehen. Sieht wohl so aus, als müssten wir da nochmal durch. Aber wie? Das ist die Frage. So, hier haben wir noch ein blaues Haus. Da, an die Tür wollen wir. Also ja, ich weiß... Hab ich das eben gesagt? Ah ja, hier können wir durch. Na gut, können wir aber hier durch, wenn ihr versteht, was ich meine. Sieht nämlich gerade nicht so aus. Sieht nicht so aus, als kämen wir hier irgendwie durch. Aber es muss doch hier irgendeinen Sinn geben. Kann ich irgendwie die Dinger kaputt machen? Kann ich nicht. Oh, Moment mal. Du einsame Blume. Können wir dich nehmen? Nee? Oh, Moment. Vielleicht müssen wir hier Watering Can benutzen. Ja! Ich bin intelligent. Yeah, raise your hands up in the air. Yeah, party time. It's party time. Yeah. Whoa, yeah. Party all night long. Das soll sicherlich irgendeine Anspielung sein auf. Oh, warte mal, vielleicht, wenn wir noch mehr Regen machen. Nee, ist genau selber, okay. Dann ist es langweilig. Ihr macht auch nichts. Na gut, dann ist es wahrscheinlich wirklich nur für diesen kleinen Ding. Das ist wahrscheinlich wirklich nur so ein kleines Gimmick. Dann lass mich mal den Regen ausmachen. Und... Ich wollte die ganze Zeit meine Theorie hier sagen, ne? Diese ganzen Herzchenschilder. Das sind alles Pimps. Und das sind diese dunklen Kreaturen der Nacht, die ein bisschen Spaß haben wollen. Ein bisschen Erwachsenen-Spaß. Und deswegen gehen die halt hier rein. Ich wollte gerade sagen, das ist irgendwas mit Lauf, aber es ist wahrscheinlich nicht so Schilder. Diese epileptischen Schilder, diese epileptischen Anfälle gebenden Schilder. Und deswegen sehen wir uns hier selber so als ausdruckslose Person ohne Klamotten. Denn wir selber sind auch Opfer gefallen von so etwas. Aber das ist nur eine Theorie. Game Theory! Ha! Okay, genug damit. Vielleicht sollte ich dem Ding hier folgen? Nee. Dem blauen Pfad? Oder doch dem roten Pfad? Ich glaube, das ist egal, welchem ich folge, weil eigentlich von beiden Seiten kommt nichts Gutes dabei raus. Gut, dann scheint da wohl wirklich nichts zu sein, aber gut, dass wir wissen, dass es da irgendetwas gibt. Vielleicht gibt es da doch einen Effekt. Weil wir wissen, wir können da auch irgendwo hoch. Aber wir wissen noch nicht wie. Waren wir hier schon? Ah ja, hier waren wir. Hier wollte ich auch teilweise hin. Hi. Es ist ziemlich einsam hier. Wenn man... Oh, Moment mal.
Ich sehe da gerade einen Heizungsraub halt. Ist das ein Game Over? Oder bin ich. Oder komme ich jetzt in eine neue Welt? Oder was ist jetzt los? Oder. Das war ein Game Over! Ich wusste gar nicht, dass das hier funktioniert, aber das war ein Game Over! Oh! Okay! Ich denke, ja, das kam jetzt sehr unerwartet. Ich dachte mir. Hey, Heizungsraubpipe, das steht da doch gerade so, das muss doch irgendwas bedeuten. Und ja, es hat was bedeutet, es hat bedeutet, hey, sei kein Arsch. Okay, das war was. Das war eine Erfahrung. Gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwo weiterkommen. Ich habe das Gefühl, ich muss hier einige Leute einfach zerschlagen. Ich glaube, ich habe das Gefühl, hier muss man das wirklich machen. Und ich meine, es gab sogar einen Ort, wo ich lang musste, wo ich jemanden hätte bekämpfen sollen. Wir töten hier niemanden, wir bekämpfen sie nur. Wir fragen sie ganz höflich mit einer Eisenstange, ob sie uns durchlassen können. Ja. So. Was war hier nochmal? Genau, hier war nichts. Wie kommen wir zu diesem einen Labyrinth? Aber ich will nicht zu diesem Labyrinth. Ich möchte hier ein bisschen weiter gucken, ob. Es könnte sogar hier gewesen sein. Probieren wir es einfach mal. So, hier konnten wir rein. Und hier war ja nichts. Also nicht mehr als das Dress und ich. Ich möchte eigentlich vorsichtig sein zu sagen, es gibt bei jedem Ort wirklich. Also, dass es wirklich nur eine Ausnahme war mit dem. Oh, Moment mal, können wir hier rein? Können wir dich kaputt schlagen irgendwie? Wegschlagen? Nein. Hä, wir müssen doch hier irgendwie reinkommen. Das ist doch wohl nicht umsonst da. Oder wie ist das jetzt? Das sieht so aus, als könnten wir da rein, aber ich weiß jetzt gerade wirklich nicht wie. Wenn es so einen Midget-Effekt gibt, dann vielleicht. Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich bezweifle es tatsächlich auch. Kriegen wir hier einen Dress-Effekt oder haben wir irgendwas anderes vielleicht geschehen? Passt ja zur, ne, zur Lage hier. Iron Pipe hat nicht funktioniert. Gasmask vielleicht? Nee. Mit dem Dress vielleicht? Nee. Okay, das bothert mich jetzt wirklich. Ich möchte jetzt wirklich gucken, ob er da durchkommt. Ich weiß nicht, ob ich das. Habe ich das. Ich glaube, ich habe das am Anfang gesagt. Ich werde mich nicht scheuen, die Wiki zu benutzen. Und ich möchte wirklich das nachgucken, weil ich habe jetzt keine Lust, da unendlich lange auszuprobieren oder zu gucken, was man da macht oder ob es nicht doch irgendwie so ein Bug ist nur oder. Oh, hi. Nein, sieht so aus, als hätten wir jetzt die Lösung vom Problem gefunden. Einfach mal ein bisschen. Oh, guck mal, Blumen! Und die Blumen lassen es nicht zurück, das ist doch nichts Gutes. Ich merke schon, das ist irgendwas. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, dass wir nicht zurück können. Oh, hi. Aber wir können doch nicht durch hier gehen. Oh, my. Okay. Einige kann ich durch, aber durch einige auch nicht. Was das wohl heißen mag. Vielleicht, dass Natur doch nicht so cool ist, wie wir alle denken. Oder, oh, was bist du?
nichts, wo wir einen Effekt bekommen. Dann bist du uninteressant für mich. Ja, sieht mir auch ein bisschen aus wie ein Labyrinth, muss ich ganz ehrlich sein. Ha! Es gibt zwei Türen. Gehe ich erstmal durch diese. Ah. Yay! Menu-Type Flower! Menu-Type? Special vielleicht? Oder was hat er da geändert, genau? Oh, oder wir können bei dem einen Killer-Häschen können wir das wahrscheinlich so ändern. Ah, ich hätte mir einen Effekt gewünscht. Jetzt bin ich nicht so glücklich. Ich habe mir mehr erhofft von dir. So, ich hoffe, wir können nochmal zurück. Hier gibt's zwei Türen. Okay. Ich finde das so doof manchmal. Also, ich hoffe echt, wir finden hier entweder jetzt einen Effekt. Oder wir kommen irgendwo hin, wo wir nachher nicht... Ich vertraue dem nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gleich nicht mehr zurück können. Hospital zu sein. Aber ansonsten gibt's ja nichts, okay. Aber ja, das Spiel fängt langsam echt an heftig zu werden. Wow, wer bist du? Gibt's uns einen Effekt? Noch nicht mal das! Nein, ernsthaft, wer bist du? Oh mein, sind wir etwas? Oder wer ist das? Hey, aufwachen! Ich hab Musik! Sorry, wenn ich das gerade ein bisschen in den Dreck ziehe. Boah, das wäre so scheiße. Nein, ich mach das nicht. Ich hab das Gefühl, das wird zu schlimm werden. Ich könnte es machen, aber ich mach's nicht. Na? Na? Dann nicht. Ich werde es irgendwann mal ausprobieren. Hoffe ich. Aber jetzt noch nicht. Ich möchte mich mir erstmal umgucken. Vielleicht mache ich sogar gleich. Ich meine, so wie es aussieht, scheint. Stimmt, es sind ja gar keine Treiber. Aber es scheint sich alles zu resetten, deswegen. Habe ich da weniger Bedenken? Oh Gott, was ist hier los? Ich dachte, es wäre ein Krankenhaus. Es ist keine Fleischerei. Da habe ich mich wohl geirrt. So, da können wir. Wahrscheinlich müssen wir da durch. Wahrscheinlich ist das hier einfach nur um zu zeigen, hey, da musst du hin. Und jetzt denke ich mir, okay, cool, da gehe ich jetzt dahin, wenn ich kann. Lecker. Heutigen Schnitzel. Oh Gott. Oh, hi, wer bist du? Niemand, mit dem ich reden kann, okay. Dann bist du uninteressant. Da sind zwei Leute im Bett. Okay. Ah, du siehst so aus, als könntest du uns einen Effekt geben. Okay, gibt's keinen Effekt dann. Ah. Screw you, I guess. Oder so. Du gibst uns sicherlich doch einen Effekt. Yay, Black Hood. Yeah. Oh, wie cool wir sind. Oh, lecker. Baba. Ja, okay, dann so Gangster wie wir sind, gehen wir mal hier rein. Hey, Nurse. Hey, Schwester. Hey, Doktor, vermute ich mal. Hey, bisschen Musik?
Aber ansonsten gibt's ja nichts. Es wird mich überhaupt nicht wundern, wenn man hier mit der Iron Pipe rumlaufen müsste und nachher alles, ne, ein bisschen eindellen sollte. Wenn das nachher die Intention ist. Okay, das ist nichts. Oder etwas. Aha! Ich weiß noch ganz genau, wir müssen in die Richtung. Denn da ist was vor uns. Eventuell. Im besten Fall ein Effekt. War das hier? Nicht ganz, ich komme da gleich nochmal drauf.